Ja, herzlich willkommen zum Video-Special von Giovanni Lombardo Radice auf dem dailyhorror.com. Ja, wir haben für euch mal gerade so die kultigsten Filme hier zusammengestellt, die uns jetzt gerade zum Thema Giovanni Lombardo Radice angefallen sind, der gleich bei uns auch in der Interview-Section zu finden sein wird. Und ja, wollen euch einfach nochmal gerade einen kurzen Einblick geben, so was der gute Giovanni in der Zwischenzeit schon so alles gemacht hat und seine kultigsten Filme, die ja vor allen Dingen in den 80er Jahren und 90er Jahren stattgefunden haben, die wollen wir euch noch ein bisschen näher bringen jetzt. Und guckt einfach mal rein, was ihr noch nicht kennt. Hier kommen jetzt unsere Empfehlungen für euch. Zwar anfangen tun wir mal mit dem allerersten Film von Giovanni, und zwar ist das der Schlitzer. Auch bekannt unter House on the Edge of the Park. Regie Ruggero Deodato. Ja, super geiler Film. Ihr habt ja gerade jetzt die Laser Paradise Version gesehen. Uncut. Auf jeden Fall ein sehr guter Film, den kann man nur empfehlen. Ja, für alle Leute, die ihn noch nicht kennen, also der geht ein bisschen in die Richtung von Last House on the Left. Also von dem hochgelobten Wes Craven Film. Obwohl ich finde, dass Deodato da mit dem House on the Edge of the Park eigentlich noch viel mehr einen drauf gesetzt hat. Also der ist geiler, der Film, meiner Meinung nach. Also kann man natürlich, da wird jetzt wieder was anderes zu sagen, aber ich finde ihn super geil und besser als Last House on the Left. Punkt. Ja, als nächsten haben wir halt meinen absoluten Lieblingsfilm. Do I need to say more? I don't think so. Ein Zombie am Glockenseil. Auch bekannt unter City of the Living Dead. Hier seht ihr jetzt gerade die XT-Version im Ultra Steelbook. Sehr geil aufgemacht von XT, im schönen 3D Hologramm Cover. Ist also auch sehr, sehr schick aufgemacht, auch von innen. Zeige ich euch auch mal. Ja, das rockt schon. Super geile Version. Den Film kann man nicht oft genug sehen und ja. Da habt ihr Giovanni auf jeden Fall in der absoluten Höchstform gesehen, denn er hat nämlich da den Bohrer durch den Kopf bekommen. An die Szene wird sich bestimmt noch jeder erinnern können. Denn dafür wurde der Film ja damals richtig in die Mangel genommen. Als nächstes haben wir dann einen Film des unsäglichen Italo-Regisseurs Umberto Lenzi. Aber trotzdem finde ich, auch der hat seine Bedeutung und auch seinen Stellenwert verdient. Die Rache der Kannibalen oder auch bekannt unter Cannibal Ferox. Ja, auch mal wieder von XT hier. Schöne 3D-Hologramm-Version. Ultra Steelbook. Und auch da möchte ich euch nicht den Innenteil missen lassen. Da ist er. Schöne 2-Disc Special Edition. So muss das. Also XT, muss man sagen, machen da schon wirklich geile Sachen. Cover Artwork bis hin zur Pressung. Super Version. So, der nächste Film ist auch mal wieder ein absolutes Highlight. Mein Lieblingsfilm mit Giovanni, und zwar Cannibal Apocalypse. Spielt er auch die Hauptrolle. Ein Vietnam-Söldner, der halt noch unter Traumata leidet und zum Kannibalismus seit dem Krieg neigt. Ja, also ist eine sehr geile Story. Er spielt die Rolle wirklich perfekt, muss man sagen. Ich jetzt im Interview rausbekommen habe, ist es auch sein Lieblingsfilm. Absolutes Highlight. Also Cannibal Apocalypse, auch bekannt unter Asphaltkannibalen. Hier in der Optimum Home Version aus England, uncut. Gibt's auch eine schöne deutsche Version zu, nur die englische hat das Original Video Nasty Cover und von daher war die für mich natürlich dann wichtiger. Ja, als nächstes hätten wir für alle Freunde des Slasher-Genres einen Film, in dem Giovanni auch eine geile Rolle gespielt hat, und zwar Stage Fright. Auch bekannt unter Aquarius von Michel Zuave. Sehr geilen italienischen Regisseur, den ihr bestimmt auch unter anderem von De la Morte, De la Mur kennt. Cemetery Man auch genannt. Ja, super Film, sehr guter Slasher.
kam auch so Ende 80er raus. Wenn ich mich nicht richtig täusche, war das so Ende 80er, also super Film. Ja. Ja, auch die Red Edition von Laser Paradise. Natürlich uncut. Wenn er auch wieder mal ein bisschen vom Sprüchen her hier übertrieben wurde. Weltweit längste Fassung, man kennt das ja. Ja, als nächstes haben wir dann noch eine Red Edition, und zwar auch ein Film, der mir sehr gut gefallen hat. Und zwar natürlich The Church. Von Dario Argento produziert, von daher auch muss man da genau über Lucio Fulci nicht viel zu sagen, das ist natürlich ein Highlight. Regie geführt hat jemand anders, aber Film ist absolutes Meisterwerk, und auch hier die Red Edition von Laser Paradise. In dem Falle sehr schön vom Cover aufgemacht, und ja, auch die Version selber ist relativ sauber für Laser Paradise geworden. Und jetzt als letztes, last but not least, haben wir noch für euch eine absolute Empfehlung von mir, und zwar ist das Phantom of Death. Kennt vielleicht nicht jeder, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe den vorher noch nicht gekannt. Ich habe den erst durch meine Shameless Collection jetzt entdecken können. Ist ein super geiler Film, also realistischer Psycho-Horror, kann man schon sagen. Und der ist wirklich sehr empfehlenswert. Also für alle, die auf extremere Filme stehen und auch ein bisschen Psycho, Giallo, das Phantom of Death ist wirklich eine absolute Empfehlung. Super geiler Film. Ja, von Shameless bekommt ihr übrigens auch sehr viele andere geile Versionen. Die haben auch ein sehr geiles Artwork, nur mit dem Gelb. Das ist halt auch irgendwie so für Giallo-Genre gerade sehr geil gemacht. Ja. Das war es jetzt erstmal von uns, und wir wünschen euch gleich viel Spaß beim Interview. Gesprochen hat jetzt gerade der Herr Diavolo, und viel Spaß auf unserer Website www.thedailyhorror.com. Dort findet ihr auch alle weiteren News, Infos zu neuen Horrorfilmen und vor allen Dingen jetzt gerade aktuell das Interview mit Giovanni Lombardo Radice. Viel Spaß und tschüss!